mich wieder voll Energy zu ernähren und die ganze Nacht nicht pennen zu können. Klar, ich könnte auch Wasser trinken, aber dafür. Ich leider nicht, nee. Also, was heißt leider? Also, ich bin kein Algi. Wie gesagt, ich will einfach nur abends nicht so viel Energy. Ich bin energiesüchtig, bin ich ganz ehrlich. Immer noch, nach wie vor. Und je mehr Energy man trinkt, desto weniger durch Koffein kannst du halt weniger pennen. Und da ich ja bald wieder arbeiten muss, ich habe momentan jetzt. Alter, das ist voll am Pinkeln. Alles gut, kleiner Grinch. Du bist 9 Jahre älter als ich und ich bin kleiner. Ich bin wahrscheinlich kleiner. Ich bin 1,74 groß. Ich merke schon, wir beide verstehen uns. Alles klar, kleiner, gönn dir. Naja, alles gut, um Gottes Willen. Haha, ich bin größer als du. Wow, es gibt Leute, die sind 12 und 3,20 Meter. Nee, 3 Meter jetzt nicht. Mein Cousin ist jetzt 17 oder so. Und der ist. Das ist auch ein Weibchen. Es gibt auch große Frauen. Aber es gibt auch größere Männer. Ist auch egal. Geil. Ja, was soll ich sagen? Ja, genau. Mein Cousin. Oh ja, eingespannt. Ey, egal. Sieht aber auch kacke aus, eine Frau mit 1,90. Was war jetzt? Moment. Technik Review, genau. Das kommt ganz drauf an. Es gibt halt Leute, die stehen darauf und es gibt Leute, die stehen darauf. Und wieso muss ich jetzt nicht? Ich nehme heute einen Urlaubstag, ist mir egal. Wieso habe ich die Lichter so eingestellt? Stimmt, lila. Ich habe heute auch kein. Ah, Gott, was soll ich sagen? Kein Rahmen, weil ich bin von Streamips. Alter, du bist mir zu laut! Seth Rogen, Alter. Ich mach mal ein bisschen leiser bei mir. Ich habe hier noch keinen Rahmen, weil ich bin jetzt von Streamlabs auf. Auf jeden Fall, mein Cousin ist irgendwie knapp 2 Meter noch was und er ist 17 Jahre alt. Das war das Erste, was ich sagen wollte. Und ich habe momentan keinen Rahmen, weil ich von Streamlabs, was ich gestern benutzt habe, was immer abgeschmiert ist, auf OBS jetzt wieder gewechselt habe, womit ich mich am besten mit auskenne und dann, ja. Also es gibt Leute, die stehen darauf, es gibt Leute, die stehen darauf, es gibt Leute, die stehen darauf. Ich halte meine eigene Meinung aus dem Internet raus, weil das ist meiner Meinung nach das Cleverste. Egal ob es Politik ist oder halt Vorlieben bei Frauen oder Männer etc. Da halte ich mich komplett raus. Da gebe ich nichts preis. Es gibt immer Leute, die wollen daraus einen Strick drehen. So sehe ich das. Habe ich früher nicht erfahren, aber früher mitbekommen. Stimmt, ich habe jetzt Urlaub genommen. Da war ja was. Obwohl, ich bin auch kurz davor wieder zu. Ich gehe zur Arbeit. Spare ich mir den Urlaubstag. 788. Das ist das Beste, was du. Also, ich persönlich sehe mich auch eine Person des öffentlichen Lebens, weil. Tantiemenbericht. 776, jawoll. Man ist ja, wenn man streamt und auch eine Person, die auf YouTube Videos macht und alles, eine Person, auch wenn es eine kleine Person ist, des öffentlichen Lebens. Und ich bin befördert worden zum Click-Creator-Designer, finde ich sehr gut. Und es gibt immer Leute, die wollen die Wörter im Mund umdrehen. Und Vanessa ist wütend. Tag verschönern. Ich bin Klickköder Design hier voll. Ich wusste nicht, dass es geht, aber ich wollte das schon immer werden. Du Klickköder hier. Reparier das schneller und dann kannst du duschen und dann kannst du pimsen. Hier ist auch kein Dreck. Ha, Energie geladen. Ja. Okay.
Soll ich auch mal ein Haus mit Assi-YouTubern machen? Weil ich dieses. Ah, ja, okay. Hab mich voll an Mimi erinnert. Und Mimi ist gleich der Anti-Assi. Beide Newcomer? Ja. Gut. Jetzt wollen wir mal gucken. Immer noch schlechter Bimser? Ich bin mir nicht sicher. Das ist mal so ganz unauffällig. Ja, okay, das ist cringe, wenn ich das mache. Danach unbedingt duschen gehen, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Also YouTuber-Haus, okay. Und hat das schon wieder unterbrochen oder was? Wegen dem scheiß Duschen? Ja, so. Ich bin ja lost. Ich bin ja wirklich los. Zur Not muss ich die Assi-YouTuber in dem Stream selber bauen. Ich hätte nämlich richtig Bock drauf, einfach so ein Wohnkomplex, wo ich die ganzen Assi-YouTuber, wo man wirklich weiß und wirklich sagt, dass ein Assi-YouTuber einziehen lässt. Entschuldigung. So, jetzt aber nochmal. Oder meinst du das ja wegen dem Abbrechen, wegen Duschen? Bin ich mir nicht sicher, aber. Sie Mexiko. Adresse, Adresse, Adresse. Bruder, geh nicht auf Mutter. Geh nicht auf Mutter. Bam, bam, du bist. Ich merkte schon. Aha. Moment. Freudig überrascht. Klingt zwar immer noch kacke. Aber ich glaube, du bist eine Person, die kennt sich auch in YouTube Deutschland ziemlich, ziemlich, ziemlich gut aus. Geht doch. Darauf erstmal Respekt. Also ich glaube, dass du dich in YouTube Deutschland gut auskennst. Weil wenn ich Assi-YouTuber höre, denke ich nicht als erstes an Z-Max, sondern an ApoRed. Name-Dropping, aber kein Hate. Wollte ich nochmal gesagt haben. Na, es gibt Leute, die feiern ihn, es gibt Leute, die feiern sie nicht. Ich bin jetzt eine Person. Ich gucke mir gerne Videos über sie an, aber nicht Videos von denen. Meine eigene Meinung. Nicht, dass ich von irgendwie 14-jährigen Leuten irgendwie verprügelt werde. Ich würde gerne machen. Ich habe sowas von keine Muskeln. Warum kann ich das? Ach so. Bisschen. Ja, sie merkt sich schon mal hier. Wie gesagt, sie merkt ist nicht der Erste, der mir da einfiel. Aber ist ja cool. Aber Red Leon und die ganzen Punkt, Punkt, Punkt. Also das sind jetzt, also no hate oder no front, aber das sind halt die Leute, die mir einfallen, wenn ich an Assi-YouTuber denke. Der Schlimmste, finde ich, ist ganz ehrlich Justin. Dieser Fashion-YouTuber? Oder gibt es einen anderen Justin? Ich kenne nur diesen hier. Sieht man das? Warum findest du den so schlimm? Ich meine, klar, er gibt mit Sachen an, die er besitzt, aber jetzt als YouTuber hätte ich ihn jetzt nicht bezeichnet. Da sieht man auch, wie die Geschmäcker von anderen Leuten irgendwie unterschiedlich. Ich brauche Comedy um Champfähigkeit und Level 3. Moment. Ich hätte nicht gedacht, dass man irgendwie sagt, Justin ist ein Assi-YouTuber. Also ja. Ich würde sagen, Definitionssache, ne? Ah, du kannst ihn aber nicht ab, diese Lache. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Wie gesagt, ich versuche jetzt aber niemanden irgendwie zu haten oder so. Ist einfach nur alles. Alles, was in dem Stream geschrieben wird oder gesagt wird, bezieht sich auf eigene Meinung und kann gerne mit anderen Meinungen auseinandergehen. Damit ich das mal gesagt habe. So. Sieht man das? Ah, ja. Naja. Aber man sagt ja, der Erfolg gibt ihnen recht. Das ist ganz alleine meine Meinung.
So sieht's aus, Bam Bam. Und das ist natürlich möglich, dass andere sagen, eure Meinung ist aber falsch. Nein, weil unsere Meinung ist unsere Meinung. Ich möchte mich jetzt auch nicht auf dieses Thema so aufstacheln, aber es gibt sehr viele Leute, die akzeptieren manche Meinungen nicht. Das ist schon ein bisschen, naja. Also der nächste Stream wird auf jeden Fall Assi-YouTuber. Assi-YouTube-Haus. Ich glaube, das wäre ganz lustig. Ich wollte gerade sagen, da können German Let's Play, Paluten und so auch alle rein, aber das checken die meisten Leute gar nicht, dass ich die eigentlich mag. Ich meine, nicht alleine ist in der Parallelwelt die Tochter mit Zombie zusammen. Aber ist auch egal. Ich bin sehr, sehr nice. Soll ich da auch welche bauen? Kannst du in Galerie oder so runter? Bam Bam, gerne. Gerne. Also ich bin im Bauen nicht so begabt, wie ich schätze mal du und 99% der restlichen Streamer, die Sims 4 streamen, weil andere machen einfach nur solche Bau-Challenges, ich lebe ein normales Leben. Also wenn du willst, gerne einfach mal deinen Galerienamen, Hashtag Assi-Haus. SP, also Streaming-Projekt Assi-Haus. Hätte ich jetzt gesagt. Weil das sehe ich ja alles als ein riesen Streaming-Projekt. Tantienbericht. 991. Okidoki. Nee, Bam Bam, du bist jetzt schon voll dabei. Ja, wie gesagt, ich glaube wirklich, dass du mehr. Na, ich mag dich, haha. Ja, kann ich nur zurückgeben. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Nee, aber ich verdiene hier echt einen Furz, ohne Witz. Warum? Ich bin doch jung, ich bin cool, ich bin jung. Und da wollte ich mir die Hände waschen lassen. Da, meine Nachbarschaft und Miko mag mich nicht, das war von gestern. So, und nochmal Überlänge. So. Wollen wir mal ein bisschen schneiden hier und so. Ja. Dann verwenden wir das eben kurz. Ich brauche unbedingt noch ein Bild. Kurze Pipi-Pause oder so. Naja, egal. 150. Wow, 2384 Follower haben wir schon mal. Ich kann nicht lesen. Das ist sehr gut. Reisevideo, ja, das nennen wir so, wie es ist. Zack. Ich hasse diese Mäuse, ich hasse diese Wohnung, ich hasse diese Wohnung, ich hasse diese Wohnung. Alter, hier ist ja alles kaputt. Kaputt. Und dann kannst du hier übertragen. Ach ne, Toilette, was ist, habe ich schon angeklickt. Sehr gut. Wird das gleich professioneller? Was mache ich jetzt? Ach, jetzt mache ich die Effekte. Nice. Ich weiß, irgendwie hat der Herd was, ne? So richtig rustikal altes Blockhaus-mäßiges. Und mit Blockhaus meine ich Blockhüttenhaus. Ich habe gerade das Piepsen gehört. Bah. Effekte wurden erfolgreich. Linsenreflexion, Blitzerexplosion gehören zum visuellen Erlebnis. Oh Gott. Dieser Streamer kann nicht lesen und schreiben. Wären sie nicht wie er, gehen sie zur Schule. Es ist die scheiß Toilette. Oh Gott. Okay. Wenn etwas schief gehen kann, dann geht's für gewöhnlich auch schief. Merkt euch das. Klappt's? Klappt's nicht? Es hat nicht geklappt. Wir probieren es gleich nochmal.
Das muss jetzt aber klappen, oder?